Passt auch zu meiner Aufnahmezeit. Es ist hier 0 Uhr 21 und somit schon dunkel und Gott sei Dank etwas kühler als am Tag. Ich mag den Sommer nicht. Ich könnte auch ein bisschen Regen vertragen. So wie hier. Laden wir mal den Motor und die Scheibenwischer. Schauen wir mal kurz, wie das von außen ausschaut. Wir fahren diesmal einen Volvo. Da fällt mir gerade ein, wenn wir schon dabei sind, sollte noch für meinen YouTube-Kanal ein Thumbnail schießen. Und da gibt es ja diesen schönen Fotomodus, wo man ziemlich professionelle Screenshots machen kann. Frage, wie man da am besten das Motiv wählt. Ich glaube, ich bleibe da. Da hat man ja einige Einstellmöglichkeiten. Zum Beispiel hier das Sichtfeld. Gut, das ist klar. Die Zoom-Stufe. Da werden wir eher den Truck in Position setzen. So, dass man auch den Fahrer sieht. Das schaut ja recht gut aus. Dann die Tiefenschärfe kann man einstellen. Ja, wenn wir mal, wenn wir so lassen. Übergang von der Schärfe zur Unschärfe. So. Dass das ein bisschen edler ausschaut. Ein bisschen verschwommener. Sättigung, Farbsättigung, ja. Auf YouTube sind ja immer so knallige Farben. Ja. Wie sagt man? Usus. Ja, und dann könnte man da noch die Farbbalance ändern. Wir haben ja eher Abend, da könnte man eher ins Orange und Gelbliche übergehen. Bisschen mehr Rot. So. Schaut das gar nicht so schlecht aus, ne? Dann wird das wahrscheinlich mein Thumbnail für diese Folge. So, dann können wir auch schon weiterfahren. Screenshot gespeichert, sehr schön. So, Innenansicht. Zack. Und Feststellbremse lösen. Licht einschalten. Ja. Und ersten Gang und dann. Oder Drive und dann können wir fahren. Wir müssen nach links oder nach rechts. Nach rechts. Diese LKW-Kabinen haben teilweise schon sehr, sehr schöne Interieurs. Also schöne Sitzbezüge. Und das ist schon ein bisschen eng zum Fahren, zum Rausfahren. Aber ich glaube, das geht sich schon aus. Ja, man will es wahrscheinlich auch gemütlich haben in so einem LKW, weil der Fernfahrer... Ah ne, ich muss nach rechts. Der Fernfahrer, der schlaft ja auch da drinnen. Weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie bequem oder wie komfortabel das da sein kann. In so einer LKW-Kabine zu schlafen. Ich glaube, ich muss gar nicht so weit ausholen, wie ich da jetzt tue, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Vorne haben wir wieder eine rote Ampel und ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst, ob da die Gelbphase, die Grünphase blinkt, bevor es auf die Gelbphase übergeht. Vielleicht schaffe ich das jetzt noch in Salzburg. Ja, das ist die Schlafkabine anscheinend oder der Schlafplatz. Ich glaube, da haben sogar zwei Leute Platz, theoretisch. Falls man mal einen Beifahrer hat. Ich weiß gar nicht, wie oft das vorkommt. Ob man sich einen Beifahrer mitnimmt. Vielleicht ein Familienmitglied, ein Sohn oder keine Ahnung. Ideal wäre es ja, wenn man einen zweiten Fahrer hätte, der dann weiterfährt, während der andere schlaft. Man könnte da LKW quasi immer in Bewegung sein. Abgesehen vom Wochenendfahrverbot natürlich. Wahrscheinlich wird das sich nicht auszahlen, wenn zwei Fahrer einen LKW besetzen. Wäre aber schon interessant, darüber mehr zu erfahren. Wie das so abläuft eben, habe ich ja schon letzte Folge erwähnt. Würde mich schon interessieren, wenn jemand LKW-Fahrer als Beruf hat, speziell Fernfahrer, ja, wie das so ist, ob einem dieser Beruf Spaß macht, auch nach Jahren noch,
Oder ob das vielleicht nur sowas ist, was man vielleicht mal so 2, 3 Jahre macht, bis man mal was anderes gefunden hat. Ob man da so viel verdient, dass man sagt, man macht das jetzt mal, dass man sich was wegsparen kann. Wäre schon interessant, ja. Würde auch gerne mal eine Woche mal mitfahren mit einem LKW, mit einem Fern-LKW-Fahrer. LKW-Fernfahrer. Weil selber fahren, glaube ich, wird sich nicht auszahlen. Ich habe mir das schon einmal überlegt, ob sich das eben auszahlt. Ich glaube, den werden wir überholen. Dass man quasi einen LKW-Führerschein nachmacht, der ist ja auch nicht ganz billig. Ich glaube, 2000 Euro muss man schon rechnen für einen richtigen LKW-Schein, wo man alles fahren darf. Also die großen Anhänger, das geht ja dann. C-Schein. Dann quasi spaßhalber im Urlaub hin und wieder mal LKW zu fahren. Aber ich glaube, das zahlt sich nicht aus, weder finanziell, selbst wenn das Geld keine Rolle spielt, sondern wenn man das wirklich nur just for fun macht, dann muss man mal jemanden finden, der einen LKW anvertraut für eine Woche, wenn man sonst nie fährt. Ich glaube, das wird niemand machen. Selber einen LKW dann kaufen, wird sich auch nicht auszahlen bei 300.000 Euro. Selbst einen gebrauchten wird man unter 100.000 Euro nicht kriegen, wenn man wirklich ja, was Vernünftiges haben will. Selber auch habe ich mir überlegt, mit Bus den Dora-Schein machen, den D-Schein, den Bus-Schein. Und Reisebus fahren, das wäre ja auch ganz interessant. Zumindest, ich stelle mir das interessant vor. Ja. Aber die Realität wird wahrscheinlich anders ausschauen. Ich glaube, da ist es besser, wenn ich hier beim Simulator bleibe und meine Runden fahre. Fahren ohne Licht? Ich habe es doch eingeschaltet. Okay, dann ist das. Das ist aber Fernlicht, ne? Das ist interessant. Dann muss ich hier. Nein. Ja, dann muss ich mit Fernlicht fahren. Ich habe mich schon gewundert, normalerweise ist ja schon das Abblendlicht das Grüne. Jetzt bin ich, glaube ich, nur mit Begrenzungslicht gefahren. Und die Strafe war jetzt nicht so hoch, das werden wir verschmerzen. Aber ich möchte eigentlich auch nicht mit Fernlicht fahren. Soll ich kurz ins Menü gehen und schauen, wo man das Fernlicht einschaltet, beziehungsweise ausschaltet. Anscheinend habe ich es mir nicht dahergelegt. Da ist nur Warnblinkanlage. Wenn ich L drücke, schaltet er mir Abblendlicht, also Begrenzungslicht und danach Abblendlicht mit gleichzeitig Fernlicht an. Ich schau mal kurz das Menü. Hilft ja nichts, ich muss das wissen. So, Tasten und Knöpfe. Hutsteuerung, na das war eh schon richtig. Fernlicht. Lichthupe ist J. Und wo ist das Fernlicht? Fernlicht, Scheinwerfer auf K. Warum K? Hätte ich jetzt nicht drauf gedacht, aber okay. So, probieren wir es mal. K. Tatsächlich schaltet das Fernlicht in dem Fall aus. Na gut, dann weiß ich das jetzt auch. So, warum fahrt er jetzt nicht? Habe ich den Gang nicht drinnen? Okay. Weiß nicht, warum er jetzt den Gang rausgegeben hat. Wahrscheinlich, weil ich ins Menü gewechselt habe. Quasi wieder Gas geben. Oh, F6 darf ich glaube ich drücken, ohne dass ich jetzt die Aufnahme beende, hoffentlich. Ja. So, sollte man nicht während der Fahrt lesen. Wollte nur kurz schauen, wir haben Lachsfilet geladen, 14 Tonnen. Fahren nach Wien, meine Heimatstadt, wo auch mein Firmensitz ist. Und müssen, haben noch 7 Stunden und 30 Minuten Zeit dafür. Das wollte ich wissen, das ist gut. Das heißt, wir haben keinen Stress, glaube ich, von Salzburg nach Wien. Mit dem LKW wird man keine 7 Stunden brauchen, auch wenn ich langsam fahre. Gibt es jetzt da eigentlich Tempomat? Ah ja, da ist der Tempomat. Dieses kleine KMH, diese kleine KMH-Anzeige da
neben dem A11 zeigt mir an, wie schnell der Tempomat eingestellt ist. Und dann habe ich jetzt auf 80 km/h eingestellt. Ich habe das so eingestellt, das kann man im Menü einstellen, dass man es immer in 5er Schritten machen kann. Und jetzt ist der Tempomat auch aktiviert, hoffentlich. Oder ist jetzt deaktiviert? Das sehe ich leider nicht, ob das jetzt aktiviert oder deaktiviert ist. Aber ich hoffe mal, dass er jetzt deaktiviert ist und er mir die Geschwindigkeit von 80 km/h auch hält. Dann brauche ich nicht mit meinen Pedalen da rumrudern, weil das schon anstrengend ist. Mal wieder auf die rechte Spur. Wir haben ja Rechtsfahrgebot. Muss nur aufpassen, dass wir nicht auf eine andere Autobahn wechseln. Oder da eine Ausfahrt benutzen. So wie jetzt, das möchte ich eigentlich nicht. Da unten steht es ja eh schön. Erwartet wird meine Ankunft um 21.55 Uhr. Darf ich da jetzt nach rechts wechseln, ohne dass ich ausfahre? Normal. Das heißt, in einer Stunde und 50 Minuten Ingame-Zeit natürlich. Ist natürlich eine schnellere Zeitrechnung als bei uns. Und noch 120 Kilometer zum Fahren. Muss ich aufpassen, dass ich dem LKW nicht hinten drauf war. Ist schon komisch, teilweise diese LKW-Geschwindigkeiten, dass die so unterschiedlich sind. Weil man denkt sich ja, 80 km/h sind ja eigentlich nicht so viel. Dass das ja eigentlich jeder LKW schaffen sollte. Aber das kommt wahrscheinlich sehr stark auf die Ladung drauf an und auch auf den LKW. Es wird nicht jeder sich so einen teuren LKW leisten können, der auch das Maximale ja, leisten kann. Schade, dass es regnet auf der einen Seite, weil dann sehen wir die Landschaft nicht. Dass ich den Tempomat doch ausstellt. Weil hin und wieder doch mehr Verkehr kommt. Ja, ich bin gespannt, ich habe diese Zufallsstraßenereignisse, die jetzt relativ neu sein sollen oder verbessert worden sein sollen, wie ich gehört habe. Habe ich ganz nach oben gestellt. Bis jetzt haben wir aber kein einziges Straßenereignis erlebt. Außer ich hätte das nicht mitbekommen. Aber normalerweise wären das ja eben Staus, Baustellen, Verkehrsplanquadrate oder was auch immer. Ich glaube, das würde man schon mitbekommen. Der fährt da relativ langsam auf der mittleren Spur. Da muss ich schon überholen. Relativ ungewöhnlich, dass ich mich da mit einem LKW auf die dritte Spur dränge, um zu überholen, aber wenn der doch so langsam fährt, ist immer schwierig, da die Länge abzuschätzen. Ich weiß nie genau, wann ich da schon drüber bin. Und ich habe mal in einer Dokumentation gesehen, dass die LKW-Fahrer anscheinend das mit der Lichthupe signalisieren, wenn ein anderer LKW sie überholt und eben es sicher ist, wieder auf die rechte Spur zu wechseln. Ich weiß nicht, ob das wirklich jeder macht. Ob das so ein Ehrenkodex quasi ist unter LKW-Fahrern. Aber es ist schon interessant, weil die Länge abschätzen, das ist für mich sehr schwer. Gerade auf der Autobahn. Ich meine, die Rückspiegel sind schon sehr groß, aber... ja. Ich tue mir da immer sehr schwer. Jetzt ist auch die Sonne weg. Mal wirklich eine Nachtfahrt. Im Regen. Man kann sich gar nichts Schöneres vorstellen, glaube ich. Auf der Autobahn zu fahren, bei gebirgigen Straßenverläufen. Also wirklich kurvige Straßenverläufe. Mit Bergauf- und Bergabphasen. Dann Regen oder schlimmer noch Schnee und Nacht. Das muss eine Katastrophe sein. Das ist ein Grund, warum ich LKW-Fahrer nicht als meinen Berufswunsch dazu zähle. Aber ich will das natürlich niemandem madig reden. Das ist sicher ein sehr wichtiger Beruf. Wir sind alle froh, dass es genug LKW-Fahrer gibt, glaube ich. Und
ich bin mir auch sicher, dass es Leute gibt, die diesen Beruf mit Spaß ausüben. Fängt auch das Bild jetzt an zu ruckeln, das schafft die Grafikkarte nicht ganz. Ich habe kein großartiges Profi-Streaming-Equipment oder Aufnahme-Equipment. Ich muss ja mit dem leben, was ich habe. Das ist zwar ein bisschen ein besserer Computer, also gerade so ein, sagen wir mal so, ein billiger Gaming-Computer. Aber gleichzeitig aufnehmen und hier Special-Effekte haben, das schafft halt nicht immer. Also auf 60 FPS kann ich nicht aufnehmen. Aber für den Anfang, wie gesagt, das ist ja immer noch ein Testkanal. Da reichen einmal 30 Frames völlig aus. Ja, jetzt wird schon ziemlich kurvig. Die Strecke zwischen Salzburg und Wien, da fährt man über die Alpen oder durch die Alpen. Und da ist es nicht immer eben. Ich bin schon gespannt, wie das dann in Deutschland sein wird, weil im Vergleich zu Österreich, so, wir sind schon in Wien, okay. Das hätte ich jetzt nicht so schnell erwartet. Im Vergleich zu Deutschland ist Österreich ja sehr gebirgig und kurvig, gerade auf den Autobahnen in Richtung Westen. Und wenn ich dann nach Deutschland fahre, ob das dann ziemlich flach ist. Und auch gerade, ob man da so schöne gerade Autobahnen hat. Ich kann mich erinnern, wie ich damals nach Hamburg gefahren bin mit dem Auto, hatten wir sehr schöne lange Strecken. Wirklich langgezogene Strecken. Und in Deutschland gibt es ja auch kein Geschwindigkeitslimit. Das heißt, da kann man dann schon mal über 200 km/h fahren, wenn das Auto das hergibt natürlich. Das würde bei uns alleine wegen den Bergen, wegen diesen Kurven in den Gebirgen nicht funktionieren, diese unendliche Geschwindigkeitsbegrenzung quasi, oder keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich muss nach links rüber, abbiegen. Da wird's gelb. Das. Da bleibe ich lieber stehen, bevor ich da eine Strafe kassiere. Oh, da hinten haben wir den Donauturm, dahinter daneben die UNO-Sitte und bei dem Wetter fliegen sogar Ballone im Hintergrund. Ja, man kann sich auch als Ballonfahrer das Wetter nicht aussuchen. Wenn du oben bist und es fängt zu regnen an, ist halt blöd. So. Dann können wir unseren Dosenfisch schon mal abliefern. Zellplan. Okay. Das ist ein bisschen weit ausgeholt. Oh, wie darf ich denn diesmal einparken? 40 GP nur. Na gut. Ah ja, wieder mal so. Okay, aber das schaut von der Position einmal relativ einfach aus. Ganz nach vor. Da brauche ich den Spiegel wieder da vorne, der mir anzeigt, wie weit ich noch entfernt bin. Habe ich dann nie so vertraut. Das schaut so nah schon aus. Der Spiegel sagt mir, aber ich kann noch etwas vorfahren. Ja. Gut. Dann schaue ich, ob ich das da reinbringe. Soll ich das in der Innenansicht mal probieren? Das ist immer so schwierig einzuschätzen. Ich weiß da nie, wie ich einlenken soll. Jetzt bin ich sowieso falsch. Stoße ich auch noch gegen das Mikrofon. Dann muss ich aber sicherheitshalber nach links schauen, ob da eh kein anderer Anhänger steht. So, sollte den linken Rückspiegel auch. Ah, da bin ich schon viel zu weit. Naja. Übung macht den Meister. Ich brauche auf jeden Fall noch sehr viel Übung, bis ich da mal wirklich das auf einen Schlag hinbekomme. Ich weiß nicht, ob LKW-Fahrer, wirklich geübte Fernfahrer, die solche langen Anhänger ziehen, ob die das auch schnell und in einen Zug immer hinbekommen oder ob die auch hin und wieder mal neu ansetzen müssen. So, da bin ich jetzt falsch. Aber ich
wieder das Fernlicht eingeschaltet. Ach, das ist egal. So, dann nochmal von vorne. Oder gerade lenken? Falsche Richtung. Das ist immer so kompliziert, weil ich nie weiß, in welche Richtung ich einschlagen soll. Damit er da auf gerade zieht. So muss ich, ja. Ich muss gerade ziehen. Damit er auch gerade fährt. Ja. So. Ein paar Stunden dauert es noch. Ja. Ihr habt eh alle Zeit. Ne? So, dann muss ich nach links, damit er da gerade zieht. Und fahre mein Stück vor. Fahren wieder zurück und hoffen, dass ich jetzt richtig einlenke. Ja. Aber ich bin trotzdem zu weit weg noch. Dann muss ich nochmal Anlauf nehmen. Mal gerade ziehen. Hoffen, dass ich da nicht dagegen fahre. Ich muss das leider von der Innenansicht auch mal probieren, weil und üben. Irgendwann möchte ich das schon so können. Ich kann mich nicht immer auf die Außenansicht verlassen. Noch hin. Zack. Wieder gegen das Mikrofon. Na, geht es sich nicht aus, weil ich zu weit. Ja. Das ist schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. So, wenn ich da jetzt aber rechts rüber fahre, dann bin ich ja schon fast gerade. Ne? Muss doch zu schaffen sein, oder? Rüberlenken, damit er ein bisschen rüberzieht, dann bleibe ich mal so. Ja, dann tut sich aber zu wenig, leider. Muss ich weiter einlenken, damit er da in die Kurve kommt. Dann gegenlenken, damit er gerade zieht und wieder in die andere Richtung geht, nicht wahr? Da fährt schon ein bisschen zu weit, aber es schaut besser aus als vorher. Wenn ich jetzt da reindrücke, müsste es doch funktionieren, oder? Schauen, ob ich da nicht zu weit hinten schon bin. Da muss ich jetzt doch in die Außensicht. Ein bisschen Platz habe ich. Ich habe Platz. Tja. Da kann ich gleich so weiterfahren. Gerade. Ich muss jetzt doch in der Außensicht machen. Probieren wir dann beim nächsten Mal in der Innenansicht weiter. Irgendwann muss ich es ja dann hinbekommen. Das ist natürlich schon ein bisschen leichter mit der Orientierung. Ne? Trotzdem weiß ich nicht, in welche Richtung ich einschlagen muss. Ich kann zumindest abschätzen, wie lange ich einschlagen muss. Wenn ich jetzt gegenlenke, müsste es sich eigentlich ausgehen. Drinnen, oder? Wenn ich jetzt wieder rausfahre, dann passt es wieder nicht. Ich kann nicht weiter zurückfahren, sonst stehe ich da an. Am liebsten würde ich ihn jetzt einfach abhängen und einfach nur ein Stück rausziehen. Ah, schade. Dann würde ich jetzt auch auf Eingabe drücken und dann habe ich halt keine EP. Wir hätten ja noch ein bisschen Zeit. Nervig natürlich im Let's Play, kann ich mir gut vorstellen. Aber da müsst ihr mit. Ja. Mein Lernfortschritt müsst ihr eben mitverfolgen. Da, endlich. War nicht ganz drinnen, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ach, Gott sei Dank. Eine Stunde später.
Sind wir dann schon Level 3? Nein, Level 2. Level 3 brauchen wir noch ein bisschen. Das heißt, ich kann jetzt wieder einen Punkt auswählen. Und würde wahrscheinlich wieder bei Fernfahrten was nehmen, oder? Oh, ich habe vorher noch gar nicht ausgewählt. Dann kann man jetzt zwei Punkte nehmen. Dann muss ich nämlich auf Anwenden drücken, damit er das auch nimmt. Das habe ich letztes Mal nicht getan. Dann drücken wir jetzt auf Anwenden und können uns dann beim nächsten Mal freuen auf neue Aufträge, hoffentlich, die ein bisschen länger dauern. Was haben wir denn dann? Salzburg, Graz. Ich stehe in Wien, ne? Das berücksichtigt er anscheinend nicht. Habe ich jetzt auch längere Jetzt habe ich irgendwas angenommen, was ich gar nicht wollte. Gut, und damit beenden wir diese Folge, beziehungsweise diese Aufnahme und sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Navaron.